Willkommen, willkommen, Sonnenschein. Auf geht's, starten wir gemeinsam in den Freitag hinein. Einen wunderschönen guten Morgen, recht herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Wochenende steht vor der Tür, aber davor bewegen wir uns noch richtig. Obwohl ja, bei der Krone TV, das Schöne ist ja, wir tun ja auch Samstag, Sonntag, sprich 7 Tage die Woche. Somit gibt es gar keine Ausreden, dass wir keine Zeit haben. So, erste Übung, die wir machen, wir kommen einmal an. Das heißt, wir stellen uns so hin in die leichte Grätsche. Öffnen hier mal, lassen die Atmung fließen, das heißt, wir atmen ein und wir atmen aus. Ich stelle mir immer gerne vor, ich atme über die Fußsohlen nach unten in den Boden. Ja? Und wir machen das jetzt in Kombination damit, dass wir Schultern anheben, einatmen und nach vorne ausatmen. Einatmen. Ausatmen, wirklich alles raus, ein und dann wieder aus. Kurz bleiben in der Nullphase, nach oben kurz halten und wieder nach vorne aus. Und einatmen. Und nach vorne wieder ausatmen. Ein. Aus. Und noch dreimal. Ein. Aus. Ein. Aus. Und der letzte. So, jetzt sind wir mal geerdet, jetzt sind wir mal da und jetzt geht es gleich über in die Dynamik. Das heißt, wir können in der Position bleiben und unsere Arme beginnen sich hier einmal zu bewegen, das heißt vor und zurück. Ja, schwingen wir da durch, vor und zurück, ganz locker zunächst einmal. Immer bitte darauf achten, aufrechte Körperhaltung. Wir setzen unser Lächeln auf, wie gewohnt. Ja, so einmal ankommen, solche Dinge sind oft ganz, ganz wichtig. Einmal runterkommen, da sein. Und weil es ja ganz wichtig, bitte in diesen 20 Minuten kein Handy, gar nichts. Ja. Konzentriert euch nur auf euch, auf euer Wohlbefinden. Ja. So, und dann kann ich da natürlich ein bisschen so mitschwingen. Gehe da in die Knie, werde praktisch größer von meiner Bewegung her. Das heißt, da bringen wir den Kreislauf richtig in Schwung. Schwingen da dahin. So, und jetzt werden wir dann auch noch größer. Das heißt, wir nehmen den Oberkörper mit, werden größer. Zack. Ja. Also haben die Rotation hier mit dabei. Atmung fließen lassen. Und wir haben 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. So, das haben wir gescheit aufgewärmt, oder? Und bereit für die nächste Übung. Vielleicht gibt es jetzt irgendwas, was herumliegt, ein Utensil, das wir nehmen können. Ich habe mir da den Ball hergerichtet, geht irgendwas. Irgendwas, was herumliegt, kann man nehmen. Oder man stellt sich vor, man hat etwas in der Hand, funktioniert es auch. So, wir gehen in die leichte Grätsche. Und jetzt beginnen wir mal nur hier das Utensil eng anliegend rund, ja, zum Körper hier kreisen zu lassen. Ja, kurz kreisen. Dann einmal versuchen, die Richtung zu wechseln. Ja. So, und jetzt werden wir da aktiv, genau. So wie mit dem Hula-Hoop-Reifen, hoppala, bin ich hängen geblieben. Fangen wir an, kreisen hier in eine Richtung. Puh.
weil ihr vorher gesagt habt, alles weglegen, nur auf euch konzentrieren. Ja, es ist extrem wichtig. Wir werden eh viel zu viel abgelenkt. Es sind so viele Eindrücke, die auf uns einprasseln. Ja, da braucht es immer die Zeit nur für uns. Und die geben wir uns. So, und dann kann man die Richtung wechseln. Hoppala, schau mir, jetzt komme ich da raus. Zack, eine Richtung. Oder dann in die andere. Genau. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus gekommen. So, genau, sehr gut. Oder dann in die andere gehen. So, nächster Schritt. Und zwar, wir werden eine Spur breiter von unserer Beinstellung her. Jetzt lassen wir das Utensil rotieren. Das heißt, wir geben es da unten durch. Ja. Andere Seite. Wichtig dabei, bitte nicht nur so, sondern schon die Rotation und den Lastwechsel. Also Lastwechsel, Rotation, rüber zur anderen Seite, Lastwechsel, den nehmen wir immer mit. Ja? Dann kann ich größer werden von meiner Bewegung her. Ja? Größer, hoppala. Und kann weiter nach unten gehen in der Profi-Variante. Schön tief nach unten. Und auch da versuchen wir jetzt einmal die Richtung zu wechseln. Ja, Richtungswechsel. Und wir kommen schön langsam wieder nach oben. Aber immer aufpassen auf die saubere Ausführung. Richtung, also Lastwechsel und die Rotation. Sehr gut. So, Utensil behalten wir uns, brauchen wir noch für eine Übung. Ja? Und zwar, jetzt Arme nach oben, ein Bein gut verwurzeln, jetzt löse ich aus, hebe an und jetzt lasse ich hier, genau, mein Utensil so richtig schön kreisen. Unten durch, ja. Also die Dauer, ja, für die Übung, die bestimmt ihr. Ihr könnt zum Beispiel auch zwischendurch schon euer Standbein wechseln, wenn ihr sagt, das ist echt zu anstrengend. Was wir auf alle Fälle machen, wir wechseln die Richtung, wie wir das Utensil hier durchgehen. Hoppala. Ja. So, jetzt anderes Bein, gehen wir nach oben. Auch da unten durchgehen. Und auch hier mal der Richtungswechsel. So, und jetzt im Wechsel. Einmal da, einmal dort. Genau, da gehen wir es durch. Da lassen wir es richtig schön groß kreisen. Ja, Einsteiger fahren klein an. Da unten Fortgeschrittene richtig groß. Ja, und auch da kann ich einmal versuchen, die Richtung zu wechseln. Super, jawohl, genau. Durchgeben. Und wir kommen zur Mitte. So, Utensil gehen wir weg. Wir machen gleich weiter mit der Koordination. Arm 6, dazu leichte Grätsche. Wir strecken unsere Arme nach vorne, Handflächen blicken zueinander. Jetzt stelle ich auf. Ja? Ellbogen gehen nach außen, Hände Hochposition. Schiebe die Arme nach oben, komm retour in die Hände Hochposition. Geh vorne mit den Ellbogen zueinander, wieder zueinander. Und jetzt strecke ich wieder, ja. Also, zack, ja, genau. Auseinander, Hände Hochposition, Arme nach oben, Ellbogen nähern sich wieder an und wir strecken. Genau, so, ja. Jetzt kann ich aber versuchen, zum Beispiel, einarmig die Übung auszuführen. Einmal linker, einmal rechter Arm. Aber fürs Koordinative legen wir jetzt noch eines drauf, und zwar, wir versuchen dort, wo es geht, einbeinig, ja, und auch da mal schauen, ja, einbeinig, zweimal mit beiden Armen, und jetzt haben wir das linke Bein, rechter Arm, zweimal, jawohl, so, jetzt wechseln wir unser Standbein, auch da wieder zweimal, mit beiden Armen
Und jetzt zweimal mit einem Arm. Ja. Das kann man natürlich jetzt auch machen, ja, indem wir auf beiden Beinen stehen, zweimal und dann einmal rechts, einmal links. Also da gibt es viele Spielvarianten bei dieser Übung. Sehr gut. So, nächster Schritt. Lendenwirbelsäule mobilisieren, dazu Hände Richtung Hüfte. Und jetzt beginnen wir ganz, es ist immer wirklich sanft, hineindehnen, sanft beginnen, vor, zurück. Da gibt es dann die Tage, wo man denkt, boah, heute geht es mir gut. Und dann sind die Momente wieder, wo, oh, so ein bisschen zwickt und zwackt. Dankeschön. Vor, zurück, klein beginnen und dann kann ich hier schön langsam größer werden. Ja. Einfach Zeit lassen, schön langsam anfangen. Das ist auch so eine Übung, ja, im Büroalltag, Schule, wo ich immer stehe, mal kurz auf. Ja, mobilisiere die Lendenwirbelsäule ein bisschen durch, mach wieder weiter oder baue vielleicht eine zweite Übung mit noch ein. Vor, zurück. Jawohl. Sehr schön. Und wenn wir das jetzt machen mit einem Lächeln, geht es natürlich noch wesentlich einfacher. Vor, zurück. Jawohl. Und da kann man schon größer werden einmal. Immer wichtig, dass wir dabei unsere Atmung fließen lassen. So, sehr fein. Kommt zur Mitte. Jetzt geht es um die Stabilisation. Aber zuvor würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Denkgeschichte. Bei der nächsten Übung, die Damen und Herren, die sich unsicher fühlen, lehnen sich bitte irgendwo an der Wand, am Kasten oder so an, denn wir ziehen unser Knie nach oben. Ein Bein gut verwurzelt, ich nehme das linke. Jetzt kann ich entweder unten hingreifen, ziehe nach oben, oder ich greife vorne hin, ziehe nach oben. Ja, sehr gut. Da sieht man super, Dankeschön. Ziehe nach oben. Lass die Atmung fließen. Dann setze mal ab, nehme das andere Bein, ja, greif unten wieder hin, zieh nach oben. Ja. Upsi. Und geh wieder nach unten. So, jetzt geht es um die Körpermitte-Stabilisation. Der Knieheber. Ja. Dazu verschränke ich meine Arme mal vorne. Jetzt hebe ich mein Knie an und jetzt kommt der nächste Schritt, ich neige mich nach vorne, gehe nach vorne und ziehe hier wieder nach oben. Jetzt zeig's einmal seitlich her, ja? Das heißt, gut verwurzeln, jetzt, ja, gehe nach vorne, ja, zack, und ziehe nach oben. Hopsi, ja. Da wackelt es halt ein bisschen. Na, das darf es, wenn es wackelt. Ja. Und ihr könnt dann variieren. Pro Bein eine Wiederholung, zwei, wie auch immer. Und wechselt dann jeder für sich selbstständig. Konzentration, gut verwurzeln. Und jetzt gehen wir nach vorne. Schauen wir, wie gut geht's. Ja. Geh nach vorne. Komm wieder zurück. Auch da wird man vielleicht feststellen, ein Bein geht ein bisschen besser, ist stabiler heute. Das andere wackelt, obwohl vom Gefühl her, glaube ich, wackeln heute beide bei mir, links und rechts. Sprich, man könnte auch von einem Wackelkontakt sprechen. Geh wieder nach oben, geh nach hinten. Und natürlich nach Belieben könnt ihr hier wechseln. Sehr gut. So, komm zur Mitte. Jetzt geht es darum, Oberschenkelrückseite zu kräftigen. Dazu, da sind wir wieder beim Gleichgewicht. Gleichgewicht heißt, ein Bein gut verwurzeln, jetzt winkeln wir ab. Ja. Wer möchte, hält sich hier fest. Ja. Und jetzt ziehe ich hier nach oben. 90 Grad, hoppala. So. Ja. Wenn es wogelt, dann wogelt es. Genau. Da. Zehenspitzen angezogen.
Und wir haben noch 5, 4, 3, 2. Und jetzt versuchen wir, hoppala, richtig, ja, schaut's her, richtig kleine, kurze Bewegungen hier zu machen. Und komm zurück. Sehr gut. Na, die kann schon, gell? So, jetzt anderes Bein. Ja? Entweder festhalten oder halt ja, für sich, dass ich eine gute Position finde. Und wir ziehen wieder hier nach oben. Zehenspitzen anzogen. Jawohl, gerade. Ja. Becken nach vorne. Sehr gut. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2 und 1. Und jetzt kommen da die Kleinen dazu. Ja, die sind super. Nabel zieht nach innen. Und wir kommen zur Mitte. Herrschaften, das spürst du, der Wahnsinn. So, wir locken aus. Jetzt haben wir noch eine, und zwar Kniebeuge in Kombination mit Anfersen. Das heißt, unsere Ausgangsposition, ja, leichte Grätsche, so dass wir uns wohlfühlen, ungefähr so schulterbreit. Ja. Jeder für sich soll es bitte herausfinden. Wie gesagt, es geht darum, dass wir uns gut fühlen. Jetzt gehen wir mit dem Gesäß nach unten, Einsteiger, fortgeschrittene Profis, schieben über das Gesäß wieder nach oben und oben angekommen, fähr sich an. Geh nach unten, komm nach oben, anderes Bein. Ja. Das ist meine Übung. Zack, Ferse an. Komm nach unten. Und wieder retour. Anfersen. Sehr gut. Und dann machen wir jetzt ein paar miteinander. Lasst euch bitte hier wirklich Zeit. Immer auf die Qualität achten. Ihr macht es bitte weiter. Wirklich drauf schauen. Nabel zieht nach innen. Ja. Und dann versuche ich langsam nach unten zu gehen, so gut es geht. Ja. Und dann schiebe ich hier nach oben. Und erst oben angekommen, bam, kommt das Anfersen. Ja. Sehr gut. Also, zack. Und dann machen wir jetzt noch 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Eins, jetzt gehen wir nach unten, langsam nach unten gehen. Ja, in unsere tiefste Position und versuchen die Position kurz zu halten. 4, 3, 2, 1 und wir kommen nach oben. Sehr gut. Wir lockern aus. So, Cooldown-Phase. Dehnen Oberschenkel Vorderseite. Kann ich mich wieder festhalten? Wieder so Stabilitätsgeschichte. Ihr seht, das Gleichgewicht haben wir eigentlich relativ oft mit dabei. Ich stabilisiere mit dem rechten. Gut verwurzelt. Jetzt greife ich da nach hinten. Greife nach hinten. Ja, kann jetzt festhalten. Ja, oder ich greife mit der zweiten Hand nach hinten. Halte hier Position, Atmung fließt. Jawohl. So, Beinwechsel, anderes Bein, fasse wieder nach hinten, umfasse. Und jetzt kann ich entweder auslassen oder ich halte mich fest und ziehe jetzt auch da wieder nach oben. Oberschenkel Vorderseite. Wenn wir denen. So, jetzt haben wir noch die Rückseite. Dazu Ferse von hinein. Anderes Bein leicht abgewinkelt. Und jetzt neige ich mich praktisch hier nach vorne, damit wir genau da die Dehnung spüren. Geht gut. So, wir wechseln unser Standbein.
Vielleicht können wir gleich rübergehen auf die andere Kamera. Ja, super. Muss ich mal schauen mit der Uhrzeit. Dankeschön. Ja, cool. Richten wir uns wieder auf. Ja, wo sind wir jetzt? Kamera? Da sind wir. Genau, hallo. Dankeschön fürs Mitmachen. Wünsche euch einen schönen Freitag, ein super Wochenende. Und wie immer heißt es, trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen.